Ah, wollte ich doch nicht. Dann... Was wollte ich jetzt machen? Gespannt auf diesen Balken starren. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Wir haben ja letzte Mal eine Zombie-Farm aufgebaut und ja, das war so, abgesehen von der Mine, der Start unserer Zombie-Armee, da soll noch vieles folgen. Der ist gerade dabei, hier so ein bisschen Möhrchen anzupflanzen und naja, wir haben unsere normale Farm noch nebenan, weil wir ziemlich viele Seeds brauchen, um überhaupt eine Zombie-Farm zu betreiben. Und ja, leider können sie auch nur gleichzeitig ein Samen-Ding gleichzeitig anpflanzen, eine Samenart. Aber das soll uns nicht davon abhalten, ja, Gärtnerei weiter zu betreiben. Ja, unsere Aufgaben wären, wir müssten 5 Goldstar-Dinners für den Merchant machen. Das wäre sogar in Reichweite. Oder zumindest fast. Ich weiß gar nicht, was sonst noch so ansteht. Natürlich einiges, aber ich weiß gerade nicht, was wir genau als nächstes machen können. Ich muss mich auch erstmal wieder ein bisschen sammeln hier, so wie fast bei jedem Start einer neuen Folge. Ja, wir können auch versuchen, die Burger bzw. das Bier, das Goldbier für den Inquisitor zu machen. Das ist ja das Einzige, was für den Snackstand noch fehlt. Und ja, ich glaube, das sind die beiden Sachen, die uns als nächstes angehen können. Wir können auch versuchen, eine Goldstar Love... Eine Love Story? Müssen wir nicht einfach nur eine Goldstar Story... Also ist es spezifiziert, was für eine? Weil es gibt doch gar keine Kategorien an den Stories selber. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Goldstar-Story auftreiben, die wir jetzt nicht haben, weil ich die ja leider verbraten habe, was aber auch nichts macht. Wir werden schon früher oder später eine bekommen. Ja, bezüglich des Bieres müssen wir gucken, ob wir irgendwie an Hops kommen. Wenn wir Gold-Hops kriegen, dann wäre das sogar schon optimal. Also dann bräuchten wir gar nicht mehr, aber das, ja, das muss auch erstmal vorhanden sein. Ich glaube zumindest, wir brauchten nur 5 Bier, oder? Oder brauchten wir 20? Wir brauchten auf jeden Fall 5 Burger, meine ich. Ja, und für das Goldstar-Dinner könnten wir mal gucken, was wir so genau besorgen. Also wir hatten ja schon gesagt, wir nehmen Gold-Zwiebelringe, wofür wir das Rezept aber tatsächlich noch nicht haben. Das wäre aber sehr einfach, sag ich mal, weil wir Zwiebeln vor allem in Goldqualität ja ohne Ende haben. Ansonsten für das Main-Dish wollten wir Burger nehmen. Wobei vielleicht auch so ein Baked Kebab in Frage kommen würde. Sind das hier zwei unterschiedliche? Weil irgendwie haben wir unterschiedliche Kebabs. Was brauchen wir denn für einen Kebab? Ich meine, dafür hätten wir das Rezept schon mal gehabt. Wir könnten auch eine Fischsuppe machen, eventuell. Ich weiß nur nicht, wie wir die Qualität davon verbessern, weil... Nein, ich... Jetzt kocht der Fisch. Ah, wollte ich doch nicht! Ich wollte doch nur gucken, was ich dafür brauche. Naja, soll der Fisch jetzt erstmal kochen. Ja, und als Nachtisch könnten wir uns überlegen, dann tatsächlich so ein Jelly... Weil ich glaube, 2 Goldzutaten müssten ja reichen für Goldqualität. Dann haben wir zumindest eine 30-prozentige Chance. Aber wenn wir eine Torte machen könnten, wäre das optimal, weil dann bräuchten wir nur 5 von jedem. Also unabhängig davon, was jetzt das mittlere Goldrezept ist. Und weil die Cakes, die können wir nämlich nur in Goldqualität bekommen. Jetzt haben wir Baked Fish, das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Egal. So, ich meine, wir hätten irgendwo Kebab gehabt als Rezept. Anscheinend nicht. Wir haben hier auf jeden Fall die Torte. Wir müssen nur Pastry Dough irgendwie bekommen. Und dafür brauchen wir Sachen, die ich nicht habe, aber eventuell kaufen kann. Das wäre nämlich Milch und Eggs. Da könnten wir gleich mal beim Dingsterbumster gucken. Ich wollte nur mal gucken, ob hier sonst noch irgendwas... Ja gut, Kebab haben wir anscheinend nicht, aber ich dachte, wir hätten das Rezept. Technologies, Rezepte. Ja, hier ist es doch, Kebab. Aber wo mache ich das denn? Crafted at Bonfire oder Professional Oven? Ist das hier kein Professional Oven? Das ist nur ein Oven. Das heißt aber, ich kann das am Bonfire machen. Das habe ich ja hier drüben. Das müsste ich nur anzünden. Ja, hier kann ich die Kebabs nämlich machen. Und hier kann ich dann auch gucken... Wenn ich nämlich Goldstar... Also guck mal, da brauchen wir sogar auch Zwiebeln. Und Goldzwiebeln haben wir... Oder sollten wir mehr als genug bekommen. Wir können aber auch hier einfach Mushrooms sammeln und dann einfach Goldfisch nehmen. Dann brauchen wir die Zwiebeln nicht dafür verschwenden. Gut, dann würde ich sagen... Gucken wir erstmal, dass wir die Goldburger machen. Also pflanzen wir noch ein paar Zwiebeln an.
Das Blue Fish Filet, reicht das auch für Kebab? Habe ich eine Wahrscheinlichkeit auf Goldburger mit Silberzwiebeln? Ich meine schon. Wo haben wir denn die Burger? Die Burger hatten wir hier nicht. Hier auch. Ne, die Burger hatten wir hier, ne? Hier einfach. Genau, hier. Mit Silberzwiebeln haben wir eine Chance von 20% auf einen Goldburger, aber brauchen halt Baked Meat. Mit Goldzwiebeln wäre das Ganze besser. Ja, ich würde sagen, dann bereiten wir erstmal ein bisschen Fleisch zu. Da können wir ruhig alles anwenden. Und dann können wir das nämlich auch direkt backen. So, Fleisch ist fertig geschnitten und jetzt wollen wir es braten. Und das haben wir hier. Das kann auch einfach mal erstmal alles durchbraten. Kriegen wir 20 Stück, das ist optimal. So, und in der Zwischenzeit gehen wir in die Stadt und schauen mal. Ich schaue erstmal, dass ich nichts im Inventar habe, was mir irgendwie unsinnig erscheint. Das könnten wir eigentlich direkt essen hier. Ich weiß sonst eh nicht, was ich damit machen soll. Kriegen wir ein bisschen Energie zurück. Und dann gucken wir mal, wie teuer Milch und Eier sind, wenn wir sie kaufen. Weil ich weiß nicht, wo wir sie sonst herbekommen. Wir können ja keine Kühe oder Chickens halten. Von daher, ja. Bin auf jeden Fall... Das Weizen packen wir mal hier rein. Das brauchen wir eigentlich eher unten, aber egal. Peat, ja, packen wir auch erstmal hier rein. Einfach ein bisschen das Inventar leeren. Wir haben ja nicht so viel Platz. So, ich frage jetzt erstmal beim Bauer hier unten nach. Ich wüsste nicht, dass der irgendwie Chickens oder Hühner, also Hühner oder Kühe hat. Und er ist auch gar nicht da. Aber ich kann ja... At night? Es ist helllichter Tag. Okay, ich darf nicht in sein Haus rein, weil es 8 Uhr morgens ist und das apparently noch mitten in der Nacht ist. Aber gut, gucken wir mal. Er hat keine Eier oder Milch. Ja, er ist eher so ein Farmer. Kümmert sich nicht um Tiere, der kümmert sich mehr um alles an Gemüse und so, was man halt anfarmen kann. Aber ich meine, ich hätte doch schon mal irgendwo... Eier und Milch gesehen, irgendwo hier oben. Ich meine sogar an so einem Basket, wo ich auch die Federn gekauft habe. Hier oben sind Eier. Kann ich die nicht einfach aus dem Nest klauen? Ich meine, dann fehlt mir immer noch die Milch, aber das wäre schon mal ein Anfang. War das hier? Ich konnte mit irgendeinem Basket mal sprechen. Also hier sind auf jeden Fall Hühner. Und da sind auch Eier in dem Korb. Und tatsächlich kann ich hier Eier kaufen. Die sind sogar gar nicht so teuer. Ich nehme davon einfach mal alle. Wenn ich ein Ei pro Dough brauche und ein Dough pro Torte, würde das ja sogar reichen. Jetzt ist nur die Frage Milch. Aber ich meine, ich hätte auch mal irgendwen hier gesehen. Ich glaube, sie verkauft Milch und solche Sachen, oder? Ja. Und es ist sogar auch gar nicht so teuer. Bucket of Milch. Ich brauche ja das Jug of Milch, aber warum kann ich auch ein Bucket kaufen? Ich kaufe auf jeden Fall davon auch erstmal 5 Stück. Und dann brauchte ich, glaube ich, Weizen für den Dough, die ich ja auch hatte. Gut, dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Wir haben ja jetzt alles. Wir können auch hier die Shortcut direkt zu unserem Haus nehmen. Geht ein bisschen schneller. Wir haben auch schon ein bisschen Fleisch bekommen. Dann wollen wir mal schauen... Für den Dough brauche ich Weizenmehl, aber das habe ich auch sogar schon. Und ich kann jetzt auch... Wie viel brauche ich für eine Torte? Kann ich jetzt, glaube ich, nicht gucken, weil ich das hier drin mache und da gerade das Fleisch brät. Hm. Dann machen wir doch erstmal 2. Weil vielleicht brauche ich auch nur 1 pro Ding und dann würden 8 ja reichen. Also dann würden sogar 5 reichen, aber ich kann es ja nur in 4er-Schritten machen. Und dann müssen wir im Endeffekt jetzt erstmal warten. Alternativ kann ich jetzt erstmal gucken, dass ich ein paar Goldzwiebeln noch anpflanze, wenn ich die Seeds dafür habe. Silberzwiebeln würden es auch tun, die verbessern ja eventuell die Qualität mit den Fertilizern. Aber wir schauen erstmal, was wir für Seeds haben. Wir haben tatsächlich 8 Gold Onion Seeds. Das heißt, die können wir auch erstmal hier anpflanzen. Aber erstmal... ja, der Quality Fertilizer. Zack. Zack. Und zack. Und dann sind hier sogar schon die Onions vorgewählt. Hier noch nicht, aber das können wir tun. Und gut ist. Und Weizen könnten wir eigentlich auch direkt anpflanzen, weil warum nicht? Ja, und mit den Zwiebeln, keine Ahnung, wir haben 13 Goldzwiebeln, das ist schon mal ganz gut. Damit können wir auf jeden Fall ein paar Burger machen.
Ja, und bei dem Bier, bei den Hops kann ich noch mal gucken, wie weit die jetzt sind. Und dann nehme ich am besten auch mal die Fertilizer mit. Dann kann ich die nämlich direkt neu anpflanzen und ich glaube, ich habe die Hops-Seeds auch hier unten drin. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, ich hätte die hier wieder reingetan, oder? Wie sahen denn die Hops-Seeds aus? Das dafür. Okay, wir haben noch ein Hops-Seed. Nehmen wir trotzdem mal mit. Grape-Seeds für Wein. Ja, I don't know. Wir haben Gold Grape Seeds, können wir eigentlich auch mal anpflanzen. Wir sind zwar noch nicht so in der Richtung, dass wir Wein selber herstellen, aber warum nicht? Dann können wir das auch schon mal in Gange setzen. Das sieht hier alles schon fertig gewachsen aus. Dann ernten wir es doch einfach mal. Und dadurch kriegen wir jetzt auch noch einige Hop Seeds, auch sogar schon in Goldqualität. Hoffentlich auch 4 Stück insgesamt, das wäre wunderbar, aber irgendwie sieht das nicht ganz danach aus. Das heißt, wir müssen erstmal noch ein paar Silber und Bronze anpflanzen. Aber first of all, erstmal die Quality Fertilizer. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Goldsachen, aber das macht nichts. So, und dann wollen wir mal gucken. Hops Seeds, wir wollen erstmal silberne anpflanzen, sofern wir welche haben. Und dann können wir noch ein paar Bronzene ansammeln. Anpflanzen. Ansammeln. Und wir können auch die Gold Wine Seeds, Grape Seeds anpflanzen. So, und dann, ja, Bronze können wir auch noch eine Portion anpflanzen und von dem Rest haben wir nicht genug. Wir haben 2 Gold-Hops, wir brauchen leider 3. Aber das heißt, wir können noch ein bisschen Wein für unsere Taverne herstellen, weil das bringt uns ja zumindest ein bisschen Geld ein. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall mehr Wasser. Und wie es der Zufall will, fängt es gerade an zu regnen. Das ist eigentlich unrelevant für das Spiel, weil wir auch so einfach Wasser aus dem Brunnen nehmen können, aber hey. Realistisch gesehen müsste es ja regnen, damit sich der Brunnen wieder auffüllt. Und wir können eigentlich auch nicht zu wenig Wasser nehmen, weil so viel Wasser, wie das da unten verbraucht mit dem Bier, werden wir es früher oder später schon los. Dann wollen wir auch noch alles benutzen. Das ist so umständlich. Kann ich das nicht einfach mit einem Doppelklick oder so? Oder vielleicht, wenn ich sie unten reinziehe? Ah, optimal. Nur kein Platz für das ganze Wasser, was schlecht ist. Aber wir können mal eben den Fertilizer wegbringen. Den brauchen wir jetzt gerade nicht, während alles wächst. So, und dann sollten wir vielleicht noch den Weizen mitnehmen. Das Weizen, den Weizen. Die Weizen. Wir wollen auf jeden Fall Weizen mitnehmen und brauchen das natürlich auch für die Bierherstellung. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür genug haben. Ich meine, wir hätten auch noch unten ein bisschen was im Keller, aber wir werden mal sehen. Dann ist das Fleisch jetzt auch schon durchgebraten. Das heißt, wir könnten auch schon mal die ersten. Ne, die Burger machen wir ja nicht hier. Aber wir könnten die Torte anschmeißen. Ja, das ist nämlich. Also, wir brauchen noch mehr Beeren und wir brauchen noch mehr Honig. Aber ich schmeiße einfach schon mal 2 an. Warum nicht? Und in der Zwischenzeit kümmern wir hier unten uns ums Bier. Ja, und wir können die ja nur einzeln machen, das heißt Craft. Wir können sowieso erstmal nur eins machen, weil wir nicht genug Weizen ansonsten haben. Und das kann ansonsten auch erstmal hier rein. Der Hops genauso, wenn es passt. Das ist optimal. Wir können eigentlich richtig viel Bier machen, wenn wir genug Weizen hätten. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie an Weizen kommen. Und das Wasser können wir auch eventuell hier irgendwo lagern, wenn nicht alle Truhen voll wären. Anscheinend sollten wir vielleicht mal noch eine Truhe machen. Was brauche ich denn nochmal dafür? Dafür brauche ich Flitches, Nails und Simple Iron Parts. Eigentlich von jedem 4, außer von den Simple Iron Parts brauche ich nur 3. Das haben wir doch bestimmt hier noch irgendwo, oder? Ja. Nee, Simple Iron Parts brauchen wir noch. Wir brauchen sogar Flitches. Wir haben keine Flitches mehr, oder sind die woanders drin gelandet? Glaub nicht. So wie das aussieht. Müssen wir noch ein paar Flitches herstellen. Sollte aber auch kein Problem sein. Uns wird ja genug Holz geliefert, als dass wir das ein bisschen, naja, verschwenden. Tun wir es ja nicht direkt. Aber als dass wir es ein bisschen ausgeben könnten für solche Sachen. Es kommt ja eh nach. Und dann können wir uns auch erstmal schlafen legen, weil, ja, wir haben keine Energie mehr. I'm so refreshed. Gut, machen wir noch die letzten Flitches fertig. Unser Kuchen ist auch fertig, so wie ich das gesehen habe. Und dann brauchen wir noch ein paar Simple Iron Parts, die wir auch machen können sollten, was wir auch tun können. Wir können eigentlich auch noch ein paar Nails machen, dann können wir direkt 2 Truhen da unten hinstellen, weil ich bezweifle, dass eine Truhe auf Dauer reicht.
Und dann brauchen wir nämlich noch die Simple Iron Parts. Flitches brauchen wir nicht. Nails haben wir jetzt auch genug. Und dann können wir direkt zwei Truhen bauen. Ja, hier auch noch eine Truhe, aber ja. Gut, Trunk. Es wäre schön, wenn die irgendwie zusammenpassen würden, was es aber nicht tut. Ich könnte da so eine reinstellen, aber... Kann ich... Nicht die irgendwie um... Ich will die nicht removen, ich will sie umbauen. Geht das irgendwie? Kann ich irgendwie moven? Sehe ich hier jetzt nicht so direkt. Aber gut. Stellen wir eine hier hin und eine... hier hin. Da hätte ich nämlich sonst so einen Gang gemacht, aber naja. Ich meine, so müsste man ja an alle drankommen, oder? Ja, ja, so geht das. Gut, dann packen wir hier einfach mal nicht das Face, sondern das Wasser rein. Es wurde direkt alles reingepackt, da habe ich irgendwie nicht ganz mit gerechnet. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Platz für Goo und sowas. Ich wünschte mir, das würde auch auf das Alchemie-Labor drüber greifen, aber der ist ein bisschen doof. Weil es ist ja schon cool, dass man aus den Truhen direkt craften kann. Ich liebe es, wenn sowas gemacht wird. Aber das Problem ist, hier drüben im Alchemie-Labor haben wir viel zu wenig Platz für Truhen, weil ich weiß nicht, was da noch alles rein muss. Und hier ist eigentlich so der Lagerraum. Tja, hier wird man alles lagern, aber... Naja. Sei es mal so dahingestellt. Gut, dann... müssten wir schauen, dass wir irgendwie noch an Beeren und Honig kommen. Vor allen Dingen an... Ja, wir brauchen noch 4 Beeren und wir brauchen noch 3 Honig. Dann können wir auch die letzten Torten machen. Und für die Burger, wir könnten an sich schon mal ein paar Burger machen. Also, ich vergesse immer, dass man das nicht im Ofen tut. Weil das Fleisch ist ja schon gebraten. Wir müssen ja nur noch zusammenstellen. Und dafür brauchen wir Goldzwiebeln, weil wir auf jeden Fall Goldburger haben wollen. Ja, 100%ige Wahrscheinlichkeit. Das, was mich nur interessieren würde, wir haben ja jetzt genug Goldburger. Ob ich daraus mit den Mushrooms auch Goldkebabs machen kann. Ich brauche dann sowieso noch einen Mushroom, aber die sollten hier auch irgendwo zu finden sein, glaube ich. Hier oben zum Beispiel. Warte mal, sind das hier andere Mushrooms? Tatsache, weil dann kann man die gegebenenfalls noch erforschen. Wer weiß, was die roten Mushrooms bringen, weil ich glaube, die sollte man nicht essen. Die sollte man eher... für Dingsterbumster verwenden. Aber ja, ich kann auch das verwenden. Das heißt, wenn hier Feuer drin wäre, wofür ich mal eben ein bisschen Feuerholz herstelle, kann ich da auch schon Goldkebabs herstellen. Dann brauche ich keine Burger herstellen, weil die mehr kosten. Ne, hier nicht. Hier stelle ich Feuerholz dran her. 30 sollten ja erstmal reichen. Und dann machen wir uns ein schönes Lagerfeuer, wo wir dann ein paar Kebabs braten. Wir können direkt auch alles verbraten. Ich wusste nicht, dass man dadurch so viel bekommt, aber ja. Und dann machen wir Kebabs. Mit diesen Goldqualitätsdingern. Und dann brauchen wir nur noch Onion Rings. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Onion Rings herbekommen. Aber ich glaube, das, was ich mal eben tun werde, weil... hiervon langsam viele habe, sind die auf jeden Fall mal verkaufen und dann liefere ich auch das Bier wieder an die Taverne, damit wir da ein bisschen Geld bekommen, weil wir können ja eh gerade nicht mehr herstellen. Dann liegt ja beides auf dem Weg. Ich weiß nur nicht, ob hier seine Taverne noch offen hat. Vielleicht verkauft er ja auch Zwiebelringe. Er verkauft ja irgendwie so Essenssachen. Er verkauft nämlich auch Zwiebelringe, die sind auch gar nicht so teuer. Du hast nicht zufällig das Rezept für Onion Rings, oder? Egal. Ich verkaufe hier das Bier für 26 in Silberqualität. Ist es bei mir nicht viel weniger? Naja. Gib mir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld dafür. Und dann soll ich Gold Onion Rings... Ich meine, sie sind nicht teuer und ich brauche nur 5 Stück. Also, komm. Kaufen wir die mal. Und gehen dann in Richtung unserer Taverne, um das Bier abzuliefern. Weil das ist auch schon wieder leer.
Wir brauchen unbedingt hier Zombies, die das liefern, aber dafür brauchen wir auch erstmal eine allgemeine Bierproduktion. Müsste das nicht jetzt schon ein Stern sein? Es sei denn, das Ding muss einmal ganz voll werden, damit es dann ein Stern ist. Das könnte eventuell sein. Naja. So, wir haben... Ach nee, wir haben tatsächlich... Silberbier verkaufen wir pro Stück für 35. Okay, dann ist das mehr als bei dem anderen. Sehr schön, kriegen wir auch noch ein bisschen Geld. Und dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben, wenn das Kebab auch durchgebraten ist, um die Dinners herzustellen. Die andere Sache ist, der Merchant kommt erst in 3 Tagen wieder. Beziehungsweise 4, wenn man den heutigen mitzählt. Ja, wie auch immer. Morgen müssen wir auf jeden Fall eine Zeremonie wieder abhalten. Das ist auch ganz wichtig, damit wir wieder ein bisschen Faith bekommen. Und ansonsten, ja, gucke ich mal nach den Kebabs und kann dann, glaube ich, schon die Dinner herstellen. Die... Okay, ich wollte gerade sagen, wo sind die Kebabs? Aber die lagen einfach unterm Lagerfeuer. Gut, dann müssten wir doch eigentlich nicht alles haben, weil ich noch Honig und Beeren brauche für die Torten. Dann müssen wir einmal kurz gucken, was wir hier alles einlagern können. Alles so an Essen vielleicht. Goldzwiebeln können auch erstmal hier rein. Das Fisch und der Rest, ja. Die Truhe ist auch nicht groß genug. Ich weiß gar nicht, kann ich hier überhaupt einen Trunk noch bauen? Weil hier konnte ich irgendwie nur Dekoartikel bauen, ne? Ich meine, ich habe jetzt hier noch die Truhe, wo noch die ganzen Organe und so drin liegen. Ich verstaue hier jetzt einfach auch mal Sachen. Ich hoffe einfach mal, dass man von hier, also von dieser Truhe auch auf das Ding zugreifen kann. Eier und Milch kann dann auch hier rein. Das können wir aber auch schnell mal gucken. Wenn wir jetzt eine... Wenn wir jetzt Dough machen wollten... Ja, es zählt, okay. Das ist gut zu wissen. Dann, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte, glaube ich, die roten Mushrooms erforschen und dann Beeren und Honig sammeln. Gut, das ist ein Plan. Die roten Mushrooms, was bringen uns die? Kosten auf jeden Fall sehr viel Faith, aber sei es drum. Geben grüne Punkte, blaue wären mir lieber. Und kann zu einer Fluid verarbeitet werden und gibt uns auch eine Story. Und die Fluid ist, was ist rot? Toxic Solution. Ergibt Sinn. Wir suchen aber immer noch die, ich glaube, Health Solution war das. Für den Zombie Juice. Das ist auch etwas, was wir noch herausfinden müssen. Weil wir nämlich, genau, ah nee, nicht. Wir brauchen Health Powder. Das war das für den Zombie Juice. An Blut kommen wir easy dran. An Health Powder nicht so. Aber naja. Packen wir das erstmal hier rein. Und machen uns auf die Suche nach ein paar Bärchen und... Haben wir hier vergessen, Geld mitzunehmen? Nein, okay. Nach Bärchen und Honig, was wir ja eigentlich finden sollten. Meine Bienensachen hätte ich mehr als genug gesehen und die reproduzieren ja auch immer. Beeren gibt es bei mir direkt um die Ecke, werden wir aber hoffentlich auf dem Weg auch ein paar finden. Sind hier nirgendwo Beehives? Sonst habe ich immer ganz viele gesehen. Wir sind jetzt gleich schon bei der Mine. Dann ist das wahrscheinlich eher weiter rechts drüben. Wobei hier auch ziemlich viele Blumen sind. Da müsste man doch eigentlich meinen, dass hier irgendwo ein Beehive in der Nähe ist. Aber hier sind auf jeden Fall Beeren. Dann brauche ich noch 4 Stück. Ich kriege aus einem Busch 4 Stück. Ja, perfekt. Gut, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal die Beeren. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Honig. Und hier ist schon mal einer. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht, ob man das tagsüber oder abends macht. Also so auch in Bezug auf Bienen einsammeln. Weil rein theoretisch, ich meine, es sind immer Bienen im Hive, weil es immer Arbeiterbienen gibt. Aber viele Bienen sind ja tagsüber auch unterwegs und holen Pollen oder bestäuben Blumen und holen ihr Zeug halt für ihre Blümchen. Ah, Fledermaus. Euch kann ich gerade gar nicht gebrauchen, ich bin auf der Suche nach Honig. Zombie, tu was. Er ist so nutzlos. Weil er auch das Holz nur die ganze Zeit durch die Gegend schleppt. Da ist auf jeden Fall noch ein Hive. Und da ist noch einer. Damit hätten wir 3 Honig. Wenn es denn beides Honig gibt. Es hat ja auch immer noch eine Wahrscheinlichkeit, Wachs zu geben. Und mal abgesehen davon haben wir keine Energie mehr. Naja gut, es ist direkt über unserem Haus. Hier hätte ich von Anfang an wahrscheinlich hingehen sollen. Aber ich kam ja auch von der Kirche, also von daher. Gut, legen wir uns halt erstmal wieder schlafen. Wir müssen ja sowieso auch ein bisschen Zeit rumkriegen, bis der Merchant kommt. I'm so refreshed. Gut, dann schnappen wir uns die letzten beiden Honigwaben hier und bitte gebt mir auch Honig. Und bitte schächt mich nicht. Ich sehe, dass ihr da fleißig rumfliegt. Aua.
Ja, ich habe Wachs und Honig bekommen. Ist auch gut. Ja, und hier kriegen wir hoffentlich das letzte. Honey, Beewax und eine Biene. Alles, was geht. Das ist ja wunderbar. Dann können wir jetzt die letzten drei Torten machen und dann sind wir auch schon in der besten Position, die Dinners zu machen. Und während die Torten durchbraten, oder durchbacken eher gesagt, machen wir uns dann auf den Weg und halten eine Zeremonie ab. 1, 2, 3. Und los. Und ab in die Kirche. Wir nehmen natürlich das Prayer of Faith, weil sich das einfach anbietet. Wir wollen mehr Faith haben. Ja, und dann müssen wir mal schauen. I'd like to say a few words. Our church is great. Nice. And now let us pray for this blessing. Wir wollten auch noch gucken, wie wir an Stoff kommen für verschiedene Sachen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir den herbekommen. Ich wollte auch gucken, ob man den irgendwo kaufen kann. Ich wollte, glaube ich, gucken, ob man den vom... Hatte ich das schon geguckt, ob man den vom Merchant kaufen kann? Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall keinen Stoff. Naja, die Geizhälse lassen wir dir ihr Kleingeld da. Und wir haben ein wenig Faith erhalten. Also ich hatte auf jeden Fall keinen Stoff im Inventar. Ich weiß nicht, ob ich den, also wenn ich Stoff gekauft hätte, aber ich glaube nicht, dass ich Stoff gekauft hätte, oder? Dann hätte ich den doch verarbeitet. Ich kaufe doch nicht Stoff und lasse ihn dann einfach da. Naja, hier hätten wir auch noch 3 Honig gehabt. Sei es drum. Fledermausflügel können hier noch rein. Und eine Story kann hier drüben rein. Die Torten sind noch nicht ganz fertig. Eine fehlt noch. Und dann, ich glaube, Dinner stellen wir hierher. Ja, hier direkt. Ich glaube aber, da warten wir mal, bis wir wirklich alles haben. Weil jedes Mal, wenn ich das Menü hier neu aufrufe, muss ich da nochmal neu durchgehen. Das ist ja auch nicht so angenehm. Erstmal alles absuchen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal gucken. Wir haben auf jeden Fall die Baked Kebabs hier. Wir haben die Onion Rings hier als Vorspeise. Und wir kriegen die Torte jetzt als Nachspeise, die wir dann in der Kiste hier unten haben, was aber auch keinen Unterschied machen sollte. Ja, dann warten wir jetzt noch einen kurzen Moment, bis der Balken hier durchgelaufen ist und dann geht's los. Gespannt auf diesen Balken starren, bis die Torte fertig ist. Gut, dann schauen wir hier doch mal. Dinner wollen wir einerseits mit der Torte machen, andererseits mit Kebab, das wir hier irgendwo haben müssten, ne? Ja, hier. Da war's. Und dann mit Onion Rings. Und dann wollen wir davon eigentlich auch 5 Stück machen. Ich kann das auch so direkt auswählen, das ist auch gut zu wissen, weil ich kann nicht mehrere gleichzeitig, glaube ich, herstellen. Ja, und dann kriegen wir auf jeden Fall Gold-Dinner her. Made a Gold-Star-Dinner. Ja, das war ja auch unsere Aufgabe. Ja, und dann können wir die so auch einfach raussuchen, was ein bisschen einfacher ist. Was trotzdem nervig ist, ich wünschte, ich könnte hier auch mehrere gleichzeitig herstellen, weil ich habe ja die Materialien dafür. Naja, ich weiß nicht, irgendwie wird sich das Spiel nicht so ganz einig, wie es seine Sachen handhaben soll, aber wie gesagt, ich bin schon froh, dass ich das hier raussuchen kann und mich nicht immer durchklicken muss. Und wir müssen es ja auch nur 5-mal machen, also ja, wäre wahrscheinlich einfacher, wenn ich es im Inventar hätte. Aber dann wiederum, wofür habe ich denn die Kisten, wo ich Sachen verstauen kann und direkt daraus craften kann? Naja, wir haben es ja gleich. Ein Dinner noch. Craft. Und dann haben wir auch die 5 Dinner. Gut, dann können wir auch die Burger mitnehmen. Ne, wir haben ja noch das Bier gar nicht. Wir können mal gucken, ob der Hops fertig ist. Aber ich glaube, das machen wir tatsächlich beim nächsten Mal. Dann können wir nächstes Mal auch dem Merchant Dinner bringen. Und vielleicht können wir es ja dann sogar auch schaffen, im Inquisitor seine Snackbar da vollständig aufzubauen. Also ja, nächste Folge wird spannend, hoffentlich. Weil es mal ein bisschen weitergeht mit der Story. Aber gut, damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye, bye.